Hey ho Leute, Bauhelm auf heißt ein kleines Update für die Grillkota. Ja, ich habe heute ein Paket von Skandinavik Woodart bekommen. Ja, und Schatzi ist schon fleißig am Auspacken, die ist so neugierig, obwohl ich genau weiß, was drin ist. Und ja, das zeigen wir euch jetzt und am Sonntag mache ich Teil B von dem Video, ganz genau. So Schatzi, bist du fleißig dabei? Ja. Oh, die sind eingepackt für alle Verlebzeiten. Ja, dem darf nichts passieren. Kannst dich jetzt mal. Aua! Kannst dich jetzt mal entscheiden, wie es das hält. Ey, nicht umdrehen! Das ist jetzt unfair von dir. Oh, nee, oh, nee. Ich weiß, was draufsteht. Jetzt mach's nicht so spannend! Jeha! Der Grill-Junkie. Wow. Sehr schön. Ja, und was kommt da noch alles raus? Wir werden es gleich sehen. Ein Holzhandy. Yeah. Mit Flaschenöffner. So, mein Schatz. Wir haben ein original Skandinavik Woodart Teppich bekommen. Ja. Von der Messe. Super. Vielen Dank, Jörg. Jo. Kommen noch mehr Pakete raus, da unten liegt ja noch mal was drin. So, was kommt da raus? Also Verpacken. Verpacken können sie, meinst du? Ja, in der Verpackung wird hier nicht gespart. Das sehe ich schon. Wow. Wow, das sieht doch auch mal richtig gut aus. Geil aus. Halt, lass doch mal da. Damit wir es auch gescheit im Licht haben. Ein Skandinavik Woodart. Sehr geil. So, das nächste Backerl. Ein Rost. Der XXL Grillrost. Sehr schön. Und die zweite Hälfte davon. Jo, jetzt haben wir ordentlich Grillfläche zur Verfügung. Jo, so sieht das Teil aus. Also zweiteilig. Dann haben wir über die komplette Grillfläche einen Rost. Sieht dann in etwa so aus. Jo, was haben wir noch hier? Schatz, da ist nochmal ein Paket. Auf das habe ich ja sehnlichst gewartet, was hier drin ist. Tja, was könnte das sein? Hip. Ein Ring. Ja, bitte auch die Kleinteile mit rausholen. Ja. Weißt du, was das ist? Nö. Das ist unser Schwenkarm für die Grillpfanne. Also das Ding muss man definitiv noch zusammenbauen. Halt, da fliegt schon wieder gleich was davon. So Freunde, das war's auch schon wieder. Zusammengebaut und montiert wird das Ganze dann am Sonntag.
ja, deswegen wieder Teil A und Teil B. Also heute war es wirklich bloß ein kurzes Auspackerl-Video. Wir sehen uns. Tschaikowski.